Es ist aber auch das einzige Geschäft, weit und breit. Das hier ist quasi Dorfladen und Metzgerei in einem, oder was ist das hier? Genau, wir haben hier unsere Fleischerei und noch so ein bisschen für das Alltägliche halt. Ja. Brötchen bekommen Sie dann hier und dann kann und ich... Und Ihnen gehört das hier, oder? Nein, ich bin hier angestellt, ich kann aber gerne mal meinen Chef holen. Ja, super. Ja? Gerne. Soll ich? Einen Moment, mache ich. Den Chef des Dorfladens, klar will ich den kennenlernen. Kommt da. Das ist Hallo. Der Chef. Ich grüße Sie, Christina Igelseder vom ZDF. Wir sind hier zufällig in Wunsdorf und dachten, ja, Ihre Metzgerei hier entdeckt und wollten vom Chef mal hören, was es denn hier Spannendes gibt. Und wir haben den Betrieb von Schwiegereltern übernommen, 2000. Und in die Fleischerei bin ich halt reingerutscht, über die Liebe. Ah, und das ist eine Liebesgeschichte. Passt ja hier, ne? Ah, ja. Kochen ist Liebe. Und Sie sind dann quasi über Ihre Frau hier in der Metzgerei gelandet. Und irgendwann kam dann auch mal der Tag, wo wir dann so ein bisschen dichter zusammengekommen sind und sich dann die Frage gestellt hat, wie sieht die Zukunft aus? Und dann kam mein Schwiegervater ins Spiel, der dann gesagt hat, Gott, wie soll es mal weitergehen? Was stellt ihr euch vor? Und ja, und da lag es natürlich doch nah, von meiner Zimmerei umzuschulen in die Fleischerei. Was tut man nicht alles für die Liebe? Zum Beispiel den Hammer an den Nagel hängen. Kein Bohrstaub mehr, kein Sägemehl. Heute ist bei ihm Hygiene angesagt. Auch für mich. Naja, ich komme gerade aus dem Wald, das ist klar. Genau. Da muss ich mich jetzt hier. Wo geht man denn da so rein? Hygiene muss halt immer eingehalten werden. Das ist also immer ganz schön kompliziert, die Sache mit der Hygiene. Es ist eben kein Meister vom Himmel gefallen. Das gilt ganz besonders für Detlef Eichhorst, der als ehemaliger Zimmermann weitere harte Lehrjahre durchmachen musste, bis er so weit war wie heute. Und da kann man mal sehen, hier machen wir zum Beispiel Spare Ribs. Genau. Das sieht dann so aus, die werden dann gemischt mit Gewürzen, Honig, Salz, Pfeffer, Paprika. Macht Ihnen das Freude? Weil als gelernter Tischler ist ja doch vielleicht auch eine Riesenumstellung gewesen, oder? Also im ersten Moment habe ich so gedacht, Gott, naja, als Zimmermann oder Tischler bin ich auch viel unterwegs gewesen, viel Kontakt mit Leuten gehabt, mit Kunden und... Das war immer gut, da habe ich gedacht, naja, wenn du in der Fleischerei bist, hast du ja auch ein bisschen Partyservice unterwegs, rauskommst du. Aber dann so nach und nach habe ich dann doch die Liebe zu dem Beruf doch entdeckt, zu dem Handwerk. Es wird halt geschnitten, beim Zimmermann wird gesägt. Hier haben wir unsere Großmaschinen, wo gekuttert wird, was wieder beim Zimmermann die Säge ist. Also es gibt doch irgendwo Parallelen. Ne? Ja. Hier läuft jetzt die Knappwurst aus dem Wolf raus. 20 Mitarbeiter hat der Betrieb, den ihm sein Schwiegervater schließlich anvertraute. Aber erst, nachdem er in Bayern den Meister gemacht hatte. Am selben Ort übrigens wie der Schwiegervater. Das war sein Ritterschlag. Heute macht ihm bei der Wurst keiner mehr etwas vor. Altes Wunsdorfer Rezept. Ja, sozusagen. Dürfen aber nicht alles verraten, sonst gibt es Ärger. Das ist aber eine Riesenschlachterei hier, oder? Ja, es ist also ein riesengroßer Betrieb, was auch so ein bisschen so unser Problem ist. Es ist also sehr, sehr schwierig, das alles in Gang zu halten, sauber zu halten, Gesetzgebung zu erfüllen. Und dann haben wir aber gemerkt, die Supermärkte Edeka und Co., sage ich gerne, die wurden halt immer größer und es wurde immer, was für uns fast nicht mehr machbar wäre. Entweder wir hätten jetzt richtig groß expandieren müssen oder wir bleiben lieber bei der Schiene, wie ich vorhin schon gesagt habe, Handwerk. Dass ich sage, ich möchte jeden Kunden kennen, ich möchte jedes Stück Fleisch selber in der Hand gehabt haben. Ich kann offen mit jedem darüber reden. Und das finde ich eigentlich schöner als diese großen Mengen, wo ich nachher keine Ahnung habe, wo meine Wurst geblieben ist. Hier muss man runterdrücken, da muss man runterdrücken. Genau. Einfach so? Einmal ganz runterdrücken und wieder hoch. Ja, man muss schon ganz runterdrücken. So, es gibt ganz runter, eine große Wurst. Ah, wunderbar. Und nochmal und nochmal. Und jetzt unten lassen, abgeschnitten, wieder hoch, perfekt. Ah, da ist ja die Ehefrau. Schön, dass wir Sie auch mal kennenlernen. Und wie war das? Sie haben ja quasi jetzt den Nachfolger in die Fleischerei Ihres Vaters gebracht, den Zimmermann. War das okay? Ich denke, es war am Anfang nicht ganz einfach für alle. Aber mein Mann
hat sich der Herausforderung gestellt. Und ich glaube, er meistert das sehr, sehr gut die ganzen Jahre. Genau, da bin ich dann hartnäckig geblieben. Hartnäckigkeit führt eben zum Ziel, ganz besonders in der Liebe. Er, der Meister, sie, die Fachverkäuferin. Seit 25 Jahren geht das schon gut. Ist es eigentlich einfach, auch den ganzen Tag zusammenzuarbeiten? Mit der eigenen Frau? Ja. Ja. Echt? Ja. Und das führt nicht zu Konflikten? Auch schon mal, aber die werden ausgetragen, dann ist es gut. Ja. Ja, das stimmt. Was macht Sie denn glücklich? Was ist denn für Sie wichtig, dass Sie sagen, das ist eigentlich das Rezept zum Glücklichsein? Was ist das Rezept zum Glücklichsein? Offen zu sein für alles. Eigentlich das Wort zum Abschied. Dann entdecke ich doch noch etwas. Das ist ein interessanter Tisch hier. Ja, das ist immer noch so ein Überbleibsel aus meiner Zimmererzeit. Ah, haben Sie selber gemacht? Ja. So ganz können Sie das Zimmern dann doch nicht sein lassen. Nein. Umso bewundernswerter, dass er ohne zu zögern umgesattelt hat, vom Zimmermann zum Fleischer, aus Liebe.